Tagesschau. Meine Damen und Herren, guten Abend. Heute Donnerstag mit diesen Themen. Mutation auf Vormarsch. Auch die Corona-Taskforce warnt vor den Virusvarianten. Wenn die Zunahme der Variante in einer ähnlichen Geschwindigkeit weitergeht, müssen wir damit rechnen, dass B.1.1.7 bereits im Februar mehr Ansteckungen in der Schweiz verursacht als die bisherigen Varianten. Starke Schneefälle, blockierte Straßen und Schienen, Unfälle und große Lawinengefahr. Corona-Sorgenkind Irland. Das bisherige Vorzeigeland kämpft mit hohen Fallzahlen und macht dafür auch die Virusmutation verantwortlich. Der blaue Lotus für 3 Millionen €. Das Comic-Cover von Tim und Struppis China-Abenteuer wurde versteigert. Und noch mehr Schnee. Auch morgen fällt er bis in tiefe Lagen. Nachdem der Bundesrat den Shutdown ab nächster Woche ausgerufen hat, beurteilt heute die wissenschaftliche Taskforce die aktuelle Lage. Zur Veranschaulichung zuerst ein Blick auf die Fallzahlen. 2.474 neue Corona-Infektionen meldet das BAG heute. Der 7-Tage-Schnitt liegt damit bei 2.659, minus 21%, weniger als in der Vorwoche. An den Folgen von Covid-19 sind in den letzten 24 Stunden außerdem 53 Menschen gestorben. Laut der wissenschaftlichen Taskforce sind bereits zwischen 2 und 5% der Neuinfektionen auf mutierte Viren zurückzuführen. Sie warnt deshalb, greifen die Maßnahmen nicht, könnten die Fallzahlen schon nächsten Monat in die Höhe schnellen. André Ruch. Sich verändernde Coronaviren würden in der Schweiz immer häufiger entdeckt. Das Bundesamt für Gesundheit schlägt Alarm. Wissenschaftler fänden mit Stichproben immer mehr der ansteckenderen Virusvarianten. Wir haben aktuell Stand heute 120 zuordnenbare Varianten gefunden. Das sind 114 Mutanten, die zur Gruppe der Varianten aus Großbritannien gehören, dieser ominöse B.1.1.7. 6 gehören zur Variante, die wir aus Südafrika kennen. Bei 34 Fällen ist im Moment noch nicht klar, welcher dieser beiden Gruppen die Fälle zuzuordnen sind. Mittlerweile werden neue Corona-Stämme auch aus Brasilien oder Japan gemeldet. 2 bis 5% aller Ansteckungen in der Schweiz seien bereits durch neue Virusvarianten verursacht. Wenn die Zunahme der Variante in einer ähnlichen Geschwindigkeit weitergeht, müssen wir damit rechnen, dass B.1.1.7 bereits im Februar mehr Ansteckungen in der Schweiz verursacht als die bisherigen Varianten. Die Taskforce zeigte heute, wie die bisherigen Corona-Varianten bald verdrängt werden könnten. Laut dem Szenario nimmt die bekannte Virusvariante in Blau derzeit ab. Eine neue, 50% ansteckendere Variante in Rot nimmt stetig zu. Da sie sich jede Woche verdoppelt, könnte sie im Frühling die alte Virusvariante komplett verdrängt haben. Zum derzeitigen Zeitpunkt sinken die Fallzahlen zwar. Dies könnte sich aber spätestens im März ändern. Allerdings sei dies nur ein Worst-Case-Szenario. Mit schärferen Maßnahmen können die Schweiz eine dritte Welle abwenden. Wir haben jetzt aber im Gegensatz zu Großbritannien haben wir die Möglichkeit, diesen Pfad zu verlassen und den Anstieg der Fallzahlen und Ansteckungen zu verhindern. Vorerst erwarten die Wissenschaftler aber eine weitere Zunahme der ansteckenderen Corona-Varianten. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus verweist der Bundesrat regelmäßig auf Irland. Er will unbedingt verhindern, dass sich die Ansteckungszahlen wie in Irland entwickeln. Denn dort sind die Zahlen seit dem Jahreswechsel regelrecht explodiert. Das Resultat zweier Ereignisse, die Lockerungen der Maßnahmen und das gleichzeitige Auftauchen der britischen mutierten Virusvariante. Florian Innerse. Anfang Dezember war die Welt in Irland noch in Ordnung. EU-weit die niedrigste Infektionsrate, ein einziger Covid-19-Todesfall im Monat. Nach einem 6 Wochen Lockdown gingen Geschäfte und Restaurants wieder auf, ebenso Museen und Kinos. Aber dann, kurz nach Weihnachten, schießen die Zahlen in die Höhe. Innerhalb kurzer Zeit geraten die Spitäler der Insel an ihre Belastungsgrenze. Bei einer Einwohnerzahl von 4,9 Millionen werden Anfang Januar tägliche Neuansteckungen von über 8.000 gemeldet.
Die erste Welle im Frühling hatte Irland ähnlich wie die Schweiz gemeistert. Auch im Oktober bleiben die Zahlen im Rahmen. Aber dann exponentielles Wachstum. Keine Kurve mehr, schon beinahe eine senkrechte. In der Schweiz erreichen die Zahlen im November ihren Höhepunkt. Nach dem Jahreswechsel stagnieren sie auf hohem Niveau, fallen leicht. Kurz vor Silvester zieht der irische Premier die Notbremse. Ich habe immer klar gemacht, was wir tun müssen, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Und das Virus, die mutierte Variante, verbreitet sich jetzt massiv. Die Wahrheit ist, angesichts dieser Zahlen ist jetzt keine Zeit für behutsames Vorgehen. Wir müssen die Mobilität und die Kontakte runterbremsen, im ganzen Land. Ab dem 1. Januar geht Irland in einen harten Lockdown, wird stillgelegt. Die Lockerungen im Dezember, die die Iren ausgekostet hatten, und die rasante Ausbreitung der britischen Virusvariante, viel virulenter als ihre Vorgängerin, hatten ihren Tribut gefordert, in horrendem Tempo. Der rigorose Lockdown zeigt jetzt Wirkung. Die täglichen Ansteckungszahlen haben sich in den letzten Tagen halbiert, auf unter 4.000. Jetzt wird der Laptop wieder am Küchentisch aufgeklappt. Wer jetzt noch nicht von zu Hause aus arbeitet, sollte spätestens am Montag wieder ins heimische Büro umziehen, sofern das die Arbeit erlaubt. So hat es der Bundesrat gestern bestimmt mit der Homeoffice-Pflicht, die die bisherige Empfehlung ablöst. Das kommt nicht nur gut an. Fabian von Almen. Seit dem Montag gilt die Homeoffice-Pflicht. Und die Homeoffice-Pflicht haben wir jetzt niedergeschrieben. Und wir geben euch die weiter. Ihr müsst in Absprache mit euren Vorgesetzten jeden einzelnen Arbeitsplatz durchgehen. Wir schauen, dass alle administrativen Arbeiten von daheim aus erledigt werden können. Umrüsten aufs Homeoffice. Jan Schiebli, Inhaber einer Elektro- und Gebäudetechnikfirma, informiert seine 550 Mitarbeitenden per Videonachricht über die neuesten Entwicklungen. Wer hier in der Produktion in Kloten arbeitet, kann und muss auch nicht ins Homeoffice. Anders sieht das bei den Bürokräften und den Planungsstellen aus. Wir sind natürlich schon vorbereitet, aber jetzt zum Beispiel auch, dass wir Leute, die nicht von zu Hause aus arbeiten können, in Einzelbüros tun. Das heißt also, dass wir Sitzungszimmer auflösen und so weiter. Diese Sachen, das ist eine weitere Belastung für unseren Betrieb, für unsere Organisation. Und natürlich gestern der Entscheid und am Montag muss es umgesetzt sein. Homeoffice. Aus Empfehlung wird Pflicht. Theoretisch könnten Unternehmen nun auch gebüßt werden, wenn sie sich nicht daran halten. Die Kontrolle aber sei schwierig, sagt Erik Jakob vom Staatssekretariat für Wirtschaft. Das ist etwa ähnlich schwierig wie bei der Fünferregel im privaten Bereich, das entsprechend zu kontrollieren. Aber es ist eine Mussbestimmung, also es muss auch umgesetzt werden. Gewerbeverbandsdirektor Hans-Ulrich Bigler hält die Verschärfung für unnötig. Es ist zunächst Symbolpolitik des Bundesrates. Homeoffice ist heute schon gelebte Wirklichkeit in den Betrieben, dort, wo es möglich ist. Für KMU ist es teilweise schwierig, jetzt die verschärften Maßnahmen umzusetzen. Zurück ins Homeoffice. Die Maßnahme ist vorerst bis Ende Februar befristet. Bis aber wieder alle hier im Betrieb arbeiten, dürfte es noch länger dauern. Wer schwer unter den verschärften Maßnahmen leidet, ist aktuell die Gastrobranche. Bei Urs Gredig ist heute Fernsehköchin und Restaurantbesitzerin Meta Hildebrand zu Gast. Sie spricht bei Gredig direkt über die aktuellen Sorgen und Nöte ihrer Branche. Gredig direkt ab 22.25 Uhr hier auf SRF 1. Klar, es ist Winter und da kann mit Schnee grundsätzlich gerechnet werden. Nun fällt der Schnee aber seit Stunden in rauen Mengen. Dadurch steigt die Lawinengefahr, sie ist bereits erheblich bis groß. Und auch auf Straße und Schiene herrschen jetzt prekäre Verhältnisse. Räumequipen waren pausenlos im Einsatz, so wie im Kanton Thurgau. In vielen Regionen geriet der Verkehr ins Stocken. So kamen Automobilisten von der Straße ab, etwa in den Kantonen Zug. St. Gallen, wo es allein 37 Unfälle mit 4 Leichtverletzten gab, und im Aargau. Die weiße Pracht hat Wege und Straßen komplett lahmgelegt. Im Unterengadin ist dieser Weiler bei Guarda von der Umwelt abgeschnitten. Im Kanton Graubünden fielen Züge aus, die Autobahn A13 ist streckenweise blockiert. Ofen und Lukmanierpass sind geschlossen.
Im urnerischen Seedorf verschüttete eine Lawine die Straße. Wegen des massiven Schneefalls steigt die Lawinengefahr. Sie ist im Alpenraum erheblich bis groß. Es hat extrem viel geschneit in der vergangenen Nacht und es hat auch stark gewindet. Das heißt, der Schnee wird verfrachtet, es gibt Schneeverwehungen und dazu ist der Schnee auf eine sehr ungünstige Schneedeckenschicht gefallen. Die Schneedecke hat einen ungünstigen Aufbau und somit können eben spontan sehr große Lawinen ausgelöst werden. Aufgrund der aktuellen Verhältnisse rät die Meteorologin zu großer Vorsicht. Das bedeutet, dass die Situation zum Beispiel außerhalb der Pisten, abseits der Pisten, irgendwo im Schnee sehr gefährlich ist momentan, weil eben Lawinen spontan ausgelöst werden können. Das heißt, es braucht keine zusätzliche Belastung der Schneedecke, sondern die Lawinen können eben einfach spontan abgehen und sie können auch gefährlich groß werden und somit an exponierten Lagen zum Beispiel Verkehrswege, Straßen und Schienen gefährden. Eine Entspannung ist nicht in Sicht, da es mindestens bis morgen weiterschneit. Italien befindet sich in einer Art Schockstarre, nachdem gestern die Regierungskoalition von Ministerpräsident Giuseppe Conte geplatzt ist. Juniorpartner Matteo Renzi, selber ehemaliger Ministerpräsident, hat sich mit seiner Partei Italia Viva zurückgezogen. Der politische Streit kommt zur Unzeit. Das Land steckt mitten in der Corona-Bewältigung und muss außerdem ein riesiges Wiederaufbauprogramm zusammenschnüren. Politisch stabile Verhältnisse täten Not. Philipp Zahn. Politisch stürmische Zeiten. Römer Zeitungskioske sind da eigentlich erprobt. Und die Zeitungsmacher mit ihren Schlagzeilen auch. Doch diesmal wurden die Italiener kalt erwischt, wie schon lange nicht mehr. Diese Krise ist das Schlimmste, was jetzt passieren konnte. In dieser Zeit, in so einem Moment, folgt jetzt Drama auf Drama. Mir fehlen die Worte. Dabei müssen doch alle nur eines wollen, dass diese Pandemie ein Ende hat. Der Schuldige scheint ausgemacht. Ein Schurke ist das. Jetzt die Regierung zu stürzen. Wer weiß, wie wir enden. Matteo Renzi hält ganz Italien in Atem, indem er die Regierungskoalition aufkündigt, seine zwei Ministerinnen das Kabinett verlassen, für ihn ein überfälliger Entscheid. Die Regierungskrise haben nicht wir verursacht. Sie existiert schon seit Monaten. Denn seit Monaten schon wird gestritten über 220 Milliarden Euro. Diese riesige Summe soll Italien im Rahmen des Corona-Wiederaufbaufonds von der EU erhalten. Damit verbunden politische Begehrlichkeiten, die Regierungschef Giuseppe Conte jetzt in Bedrängnis bringen. Noch hofft er, den eigenen Rücktritt abzuwenden. Die Regierung wird weitermachen, mit der Unterstützung aller nötigen politischen Kräfte. Er spielt auf Zeit, doch womöglich schon nächste Woche muss Giuseppe Conte im Parlament beweisen, ob er noch genügend Stimmen hat, um weiter zu regieren. Italien sucht wieder einmal politische Lösungen. Donald Trump ist der erste und der bisher einzige Präsident in der Geschichte der USA, der sich in einer Amtszeit bereits zum zweiten Mal einem Amtsenthebungsverfahren stellen muss. Diesmal wird ihm wegen des Sturms auf das Kapitol Anstiftung zu Aufruhr vorgeworfen. Zwar ist mehr als fraglich, ob Trump so kurz vor Amtsende tatsächlich aus dem Weißen Haus gejagt wird, denn dieser Entscheid fällt im Senat. Das starke Zeichen jedoch ist gesetzt. Katja Stauber. Es ist ein Blitz-Impeachment. Innerhalb weniger Tage stellen die Demokraten mit Hilfe von 10 Republikanern ein Amtsenthebungsverfahren auf die Beine. Die Sprecherin Nancy Pelosi zeigt sich zufrieden. Heute haben wir gezeigt, niemand steht über dem Gesetz, auch nicht der Präsident der Vereinigten Staaten. Dieser Präsident gibt sich jetzt auf einmal kleinlaut. Es gibt niemals eine Rechtfertigung für Gewalt, keine Ausreden dafür. Amerika ist eine Nation der Gesetze. Diejenigen, die sie letzte Woche gebrochen haben, werden zur Rechenschaft gezogen. Jetzt soll die Nationalgarde für Ruhe sorgen, bis zur Amtseinführung des neuen Präsidenten Joe Biden in 6 Tagen. 15.000 Soldaten werden eingesetzt.
auch im Gebäude. Hier ruhen sich die Einsatzkräfte auch aus. Es gab kurzfristig offenbar keine bessere Unterbringungsmöglichkeit. Es sind ungewöhnliche Tage in den USA und ungewöhnliche Bilder aus den heiligen Hallen der Demokratie. Wie oft müssen Sie, wenn Sie sich einloggen, auf Passwort vergessen klicken? Das Problem mit den vielen Logins und Passwörtern, die meisten von uns kennen es. Es könnte vorbei sein, wenn das Stimmvolk das eID-Gesetz annimmt, das Gesetz zu einer elektronischen Identität. Der Bundesrat befürwortet es. Warum, weiß Peter Schumacher. Klick um Klick eingekauft im Internet. Heute mit Passwort und Login für fast jede Seite einzeln. Wie soll man aber wirklich wissen, wer sich da einloggt? Das ist bisher nicht einheitlich. Keines dieser Verfahren ist in der Schweiz jedoch gesetzlich geregelt und damit vom Staat anerkannt und kontrolliert. Die eID soll in Zukunft virtuelle Behördengänge oder Bestellungen erleichtern. Braucht seine Identifikation, kommt sie zum Zug, ausgestellt von einem staatlich zugelassenen eID-Provider. Der bekommt die garantiert richtigen Daten vom Bundesamt für Polizei und kann so die Identität bestätigen. Dass nicht der Bund, sondern Private die eID ausstellen, sieht man beim Referendumskomitee kritisch. Die Schweiz braucht in Zukunft einen Staat, der eben fähig ist, eine digitale Identität selbst herauszugeben, mit Unterstützung von Fachpersonen und Unternehmen, die diese Dienstleistung erbringen für den Staat. Weil es geht darum, dass wir eine digitale Infrastruktur für die Schweiz bauen müssen. Und die eID ist ein wichtiger Bestandteil. Und darum ist es wichtig, dass der Staat die Verantwortung übernimmt. Der Bund hingegen findet die Aufgabenteilung optimal. Private könnten die Technik schneller entwickeln. Die Kontrolle über das System und die Zulassung aber seien beim Staat. Es gibt drei Tätigkeiten: Überprüfen, anerkennen, kontrollieren. Der Staat behält also bei der Ausstellung einer eID seine hoheitlichen Kernaufgaben in der eigenen Hand. Der Staat übernimmt dafür die Verantwortung für ein sicheres und auch ein vertrauenswürdiges System. Trotzdem, die Steuererklärung könnte man frühestens Ende kommendes Jahr mit eID erledigen, so schätzt der Bund, auch bei einem Ja an der Urne im März. Über die Argumente der Gegner, also des Referendumskomitees zur elektronischen Idee, haben wir bereits Mitte Dezember hier berichtet. Sie nennen sich das Egerkinger Komitee und haben schon die Anti-Minarett-Initiative verantwortet. Jetzt wollen Sie auch das Verhüllungsverbot per Volksinitiative durchsetzen. Mag in Zeiten von Corona vielleicht sarkastisch klingen, die Initiative will die Gesichtsverhüllung an öffentlichen Orten verbieten. Sie zielt auf die religiöse Verhüllung ab und will auch ein landesweites Vermummungsverbot an Demonstrationen. Heute informierten Sie über die Beweggründe. Christa Gall war dabei. Frauen im Niqab. So voll verschleierte Musliminnen leben nur wenige in der Schweiz. Trotzdem wollen SVP und EDU ein landesweites Verhüllungsverbot. Der Grund? In unserem Kulturkreis zeigt man das Gesicht. Das ist das Zeichen unserer freiheitlichen Gesellschaftsordnung für unsere Grundwerte. Aber im Moment verdecken ja alle ihr Gesicht mit einer Maske. Ja, das geschieht aus gesundheitlichen Gründen. Und das ist eine Ausnahmeregelung, haben wir in der Initiative vorgesehen. Im Initiativtext ausgenommen sind nicht nur Gesundheitsmasken, sondern auch die Verhüllung aus Gründen der Sicherheit, aufgrund des Wetters oder aus Gründen des einheimischen Brauchtums. Die Gegner der Initiative sagen, das Verschleierungsverbot könne Musliminnen schaden, weil sie so gezwungen würden, zu Hause zu bleiben. Was sagen Sie dazu? Also wenn das so wäre, dann wäre das natürlich ein Armutszeugnis für unsere Zuwanderungspolitik. Und in solchen Fällen sollte der Staat unbedingt mit dem Entzug der Aufenthaltsbewilligung reagieren und sicher nicht mit mehr Sozialarbeiter oder mehr Stellen bei den Gleichstellungsbüros. Voll verschleierte Musliminnen in der Schweiz. Meistens sind sie hier als Touristinnen anzutreffen. Über die Initiative stimmt das Volk am 7. März ab. Über die Standpunkte von Bundesrat und Gegnern dieser Initiative werden wir zu einem späteren Zeitpunkt berichten. Außerdem wurden heute in Bern gleich zwei Referenden eingereicht. Das eine Referendum richtet sich mit über 140.000 Unterschriften gegen das Antiterrorgesetz, wie es das Parlament letzten Herbst beschloss. Ja! Beim Sammeln waren zwei Komitees beteiligt. Zum einen das Komitee Nein zur Präventivstrafe mit JUSO, Jungen Grünliberalen, Jungen Grünen und anderen Gruppierungen. Sie sehen bei den polizeilichen Maßnahmen im Antiterrorgesetz die Grundrechte verletzt.
Ähnlich argumentiert der Verein Freunde der Verfassung. Das zweite heute eingereichte Referendum will verhindern, dass notrechtliche Kompetenzen des Bundesrats während der Pandemie bis Ende 2021 verlängert werden. Eine Gruppe reichte weitere 1000 Unterschriften ein, nachdem ebenfalls die Freunde der Verfassung vorgestern schon 90.000 Unterschriften eingereicht hatten. Wer kann schon von sich behaupten, im Alter von 20 Jahren über 2,5 Millionen Themen so richtig gut Bescheid zu wissen? Und das in notabene 300 verschiedenen Sprachen. Sie schon, die Online-Enzyklopädie Wikipedia. Sie gehört weltweit in die permanenten Top 10 der Websites und gerät doch auch immer wieder in die Kritik. Etwa weil Frauen massiv unterrepräsentiert sind. Rund um den 20. Geburtstag des Online-Lexikons gibt es jetzt verschiedene Offensiven, das zu ändern. Sibylla Semadeni. Sie war die erste Schweizerin überhaupt, die eine Stimmkarte in eine Abstimmungsurne legte. Katharina Zennhäusern ist eine für die Schweiz historisch relevante Figur und sie hat seit ein paar Monaten endlich ihren verdienten Eintrag in der deutschsprachigen Wikipedia. Das ist auch ihr zu verdanken, Muriel Staub. Die Vereinspräsidentin von Wikimedia Schweiz setzt sich ein für ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis in der Online-Enzyklopädie. Im Moment ist es so, dass nur ungefähr 10-15% der Autorinnen und Autoren Frauen sind. Und bei den Inhalten ist es so, ungefähr 16% der Biografien handeln von Frauen. Die Gründe für diese Ungleichheit, die Lücken und blinden Flecken im digitalen Weltwissen, sind naheliegend. In den Anfängen haben bei Wikipedia vor allem Männer mitgeschrieben, junge Männer, internetaffine, informatikaffine Männer. Und das hat sich dann bis heute ein bisschen so gehalten. Genau darum hat Staub gemeinsam mit den Journalistinnen Katja Murmann und Patricia Lehri vor 2 Jahren die Initiative Frauen für Wikipedia gestartet. An sogenannten Editatons, an Schreibmarathons, werden ausstehende Frauenbiografien in die Wikipedia geschrieben. Über 350 Frauen aus Politik, Kultur, Wirtschaft mit einem Schweiz-Bezug oder aus der Schweiz wurden so an den letzten 5 Anlässen digital sichtbar gemacht und über 250 Frauen und Männer zum Mitschreiben inspiriert. Ziel ist es, so Staub, die Lücke, den Gender Gap bis 2030 zu eliminieren. Rasante Entwicklungen machen dies dringlicher denn je. Heute ist es so, dass nicht nur Menschen die Wikipedia lesen, sondern auch Computer greifen auf Wikipedia zurück und nutzen sie zum Beispiel, um künstliche Intelligenz zu trainieren. Und wenn Sie heute Siri auf Ihrem iPhone fragen, wer die Bundespräsidentin der Schweiz ist, dann wird sie für die Beantwortung dieser Frage auf Wikipedia zurückgreifen. Schreibmarathons wie der Editaton finden weltweit statt, alle mit demselben Ziel. Wikipedia repräsentativer, umfänglicher und inklusiver zu gestalten. Auf Schwarmintelligenz und dem Viel-Augen-Prinzip. Darauf basiert Wikipedia, die mit ihren 20 Jahren gerade mal erwachsen geworden ist. Reporter Tim und sein treuer, vierbeiniger Gefährte Struppi sind nicht nur in Abenteuergeschichten verwickelt, von Amerika bis ins Königreich Sildavien. Heute stellen die Figuren aus der Feder des belgischen Künstlers Hergé auch einen Weltrekord auf. Nach einer Bieterschlacht bei einer Auktion in Paris werden sie zum wertvollsten Comic überhaupt. Ein Tintinologe kann das Originaltitelblatt des Blauen Lotus jetzt sein eigen nennen. Simone Hoffmann. Knapp 3 Minuten hat es gedauert. Dann fiel der Hammer. 3,2 Millionen Euro. Kein Wunder, es ist eine Rarität. 1936 sah das noch anders aus. Hergés belgischer Verleger Kastermann lehnte die Zeichnung als zu komplex ab für den Druck. Der Künstler hat daraufhin ein einfacheres Titelblatt entworfen. Doch die Originalskizze blieb im Privatbesitz der Verlegerfamilie. Sie wurde kaum öffentlich gezeigt. Das ist schon kein Comic mehr, das ist ein Gemälde. Ein ikonisches Werk, das in jedem Museum der Welt ausgestellt werden könnte. Dieses Werk geht weit über das Comic-Universum hinaus. Hergé hat hier ein Meisterwerk geschaffen. Schon lange gelten Comics als sogenannte neunte Kunst. Bei Auktionen erzielen Originale teilweise astronomische Preise. 2014 haben Titelseiten von Hergé 2,6 Millionen Euro erzielt. Gerechtfertigt, wie Hergé-Experte Benoit Peters findet. Was der Künstler selbst aber zu den Millionenpreisen gesagt hätte?
Hergé wäre perplex gewesen. Das war für ihn einfach nur ein Werkzeug. Man hat ihm ein paar Mal angeboten, seine Werke zurückzukaufen. Damals war es noch erschwinglich. Aber er sagte empört, ich zahle doch nicht so viel Geld für ein altes Stück Papier. Das sind zwei Welten. Wer der glückliche Käufer des alten Stück Papiers ist, ist noch nicht durchgesickert. Aber eins ist sicher. Mit diesem Rekord hat Hergé sich einen Platz im Pantheon der erfolgreichsten Künstler des 20. Jahrhunderts gesichert. Und damit zu Franziska Egli und den Themen von 10 vor 10. Danke, Cornelia. Ja, wir gehen heute der Frage nach, ob wir alle wegen dem mutierten Coronavirus nun andere, bessere Masken tragen sollten. Und wir befassen uns mit dem Schutz von Whistleblowern in der Schweiz. Dieser ist nämlich nach wie vor wenig ausgebaut. Dies zeigen unsere Recherchen zum Fall eines leitenden Arztes, der Missstände an der Herzklinik des Unispitals Zürich gemeldet hatte und am Schluss die Kündigung erhielt. Dies und mehr heute um 10 vor 10. Besten Dank, Franziska. Hier geht's nun gleich zu den Kollegen von Meteo, die Ihnen en Detail zeigen, wo es wie weiter schneit. Und im Anschluss dann SRF Doc mit Zucker, die süße Droge. Danke Ihnen fürs Interesse und auf Wiedersehen.